So, willkommen nochmal zurück zu Resident Evil 2. Und ja, ich bin gestorben. Ich wollte mich an den Lickern vorbeischleichen und ja, Scheißdreck war. Dementsprechend müssen wir jetzt nochmal alles machen, weil ich natürlich nicht nochmal gespeichert habe. Und ja, ist aber egal. Ich nehme mir jetzt einfach gleich ein bisschen mehr Muni mit und dann passt das. Ja, der Police Chief. Der Police Arsch, wohl besser gesagt. So. Und ich gehe erst nochmal an den Kofferraum. Vielleicht finden wir da was Tolles. Ich fand es so ein bisschen komisch, dass man dem Typen das nicht. Ja, gut, ich glaube, man muss ihn wirklich erst töten. Vorher wird das nichts. Vorher wird das nichts werden. Und ja, wie gesagt, ich wollte an den Lickern vorbei, aber Pustekuchen, das ist nichts geworden. Die haben mich dann einfach angegriffen und dann war Feierabend. Wir gehen jetzt erst an den Kofferraum, dann nehme ich mir noch ein bisschen Muni mit. Weil ich muss den Typen definitiv erledigen, es hilft nichts. Ich muss den erledigen. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. So, Muni auf jeden Fall mitnehmen. Weil die haben mich dann doch leider gewittert, die Licker. Und dann war's das. Ich wette, auf Veteran stehen die auf. Da könnte ich fast drauf wetten. So, sorry, dass die Folge so lang war. Ich habe echt vergessen, zwischendurch auf die Uhr zu gucken. Das war nicht so gut. Auf einmal 30 Minuten hoch. Ja, das ist einfach so spannend. Es ist einfach so spannend und dann vergisst man die Zeit. So, jetzt gehen wir erst nochmal in die Garage und gucken, was im Kofferraum ist. Und wenn es nur ein fucking Munitionspäckchen ist, ist mir scheißegal. So, was gibt's hier? Eine Waffe. Die JMB HP3, das. Ah, warte mal. Und es sind schon 13 Schuss drin. Und ich glaube, für die ist doch entweder. Ich glaube, für die ist. Warte mal. Für die Waffe ist, glaube ich, das große Magazin, was wir haben, oder? Kann das sein? Oder war das. Nee, warte mal. Irgendwas hab ich für die bekommen. Moment. Hier, da ist er. Habe ich sonst noch irgendwas? Nee, ne? Das war's. Aber das ist nicht schlimm. Und das Ding läuft wahrscheinlich mit normaler 9 mm, oder? Ja. Okay, pass auf. Der kommt weg. Das kombinieren wir mal mit dem großen Magazin. 26 Schuss, leck mich am Arsch. Guck mal, und die waren sogar schon da drin, die Kugeln. Ja, dann ist die Sache klar. Dann wird das jetzt hier auf jeden Fall meine Standardwaffe werden. Die ist wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Die Quick Draw Army, die lege ich jetzt erstmal weg. Dann packe ich jetzt die hier mal. So, mit zweireihigem Magazin. Ihre Feuerkraft galt damals als bahnbrechend. Ja, herzlichen Glückwunsch. Willkommen in meinem Inventar. So. Sehr gut. Nehme ich mit. Die Quick Draw bleibt erstmal da. Dann muss ich nur gerade noch den Zugriffsslot ändern. So. Nein, ich würde auf die 1 haben. Ich möchte es auf die 1. Danke. Yes, mit Zielpunkt. Ja, geile Scheiße, Mann. So. Gegen die Licker wird er mir immer noch nicht helfen, aber ich kann jetzt auf jeden Fall oben den Zombie im Dings erledigen. Im Leichenschauhaus. Den werde ich jetzt definitiv platt kriegen. Das hätte ich eben direkt machen sollen. Ah, oh, Mann. Ich stab es. So. Geht's eigentlich hier noch lang? Beziehungsweise hier kommt man nur zum Schießstand, ne? Ich glaube, da komme ich ja gar nicht durch. Und da war ja zu. Nee, schade, hier kommt man nicht durch. Das haben sie schon zugemacht. Also da kommt man echt nicht mehr hin. So, wieder einfach der Regenschirm, ne? Umbrella. So, das Spielchen kennen wir schon. Das Ding ist, ich muss halt gleich auch wieder zurück. Das ist halt das einzige Problem, was ich habe. Ich hoffe, die lassen mich durch. Das wäre so ein Traum. So, erst warten, bis er wieder anfängt zu fressen. Nee, nee.
Solange die nicht so schreien, ist alles gut. Wenn die schreien, wenn die laut werden, dann sollte man rennen. Irgendwas, habe ich hier noch irgendwas vergessen? Ich glaube, ich habe hier was vergessen. Der Raum ist nämlich noch rot. Scheiße, muss ich am Rückweg gleich gucken. Irgendwas habe ich da übersehen. Scheiße, aber was? Puh. So, irgendwo war ein Kraut drin. Ich glaube hier vorne, ne? Nee. Scheiße, wo war das Kraut jetzt? Da. Die anderen brauche ich gar nicht erst aufmachen. Die anderen brauche ich gar nicht erst aufmachen. So. So, der Typ lag hier drin, ne? Oder war das hier? Ich glaube, der war's. Nee. Dann war es doch der hier. Ja. So, den müssen wir ja, wie gesagt, töten. Bleib liegen. Lässt sich viel besser zielen mit, auf jeden Fall. Hab ich noch ein Messer? Na egal, komm. Komm, Schnauze halten jetzt und ab dafür. Das ist doch echt nicht zu fassen. Was ist das für ein zäher Sack? So, danke. Da ist der Schlüssel. Oh Mann. So, danke. Hä? Hä, wo kommst du denn her? Das wüsste ich ja jetzt schon mal gerne. Hallo, der Kopf ist schon weg. Von wegen bahnbrechend. Das ist ja echt bahnbrechende Feuerkraft. Alter Finne. Sag mal. Wie viel Schuss brauchen der? Wollt ihr mich verarschen? Alter, wie viel Schuss hat der in den Kopf gerade gefressen? Ja, sehr bahnbrechende Feuerkraft. Definitiv. Also mein lieber Mann. Oh, ich muss trotzdem an den Lickern vorbei. Scheiße. Ja, hier ist keine andere Tür, ne? Ne, ich muss durch den Zwinger. So, wo habe ich jetzt hier was übersehen? Wo liegt hier noch was? Toll, an dem komme ich doch nicht vorbei. Der hat mich nämlich schon mal gefressen. Komm, geh. Hau ab. Boah, wie soll man das denn schaffen, an dem vorbeizukommen? Also, wenn man jetzt da... Scheiße, es geht doch sowas von schief. Okay, was habe ich denn hier übersehen? Toll. Wie soll ich das? Da bin ich nämlich gestorben. Weil wenn man da vorbeigeht, dann sehen die einen. Was habe ich denn hier übersehen? Warum ist der Zwinger noch rot? Ich will kein Heilkraut verwenden, deswegen passe ich jetzt besser auf. Komm, hüpf doch mal nach oben. Ja, ja, komm. Schon einigermaßen eklig, nicht wahr? Scheiße! Lauf, 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 lauf. Da ist was, da habe ich was übersehen und ich bin tot. Danke. Ach, das ist doch scheiße. Was soll das denn? Warum kann man denn hier nicht raus? Was? Ach, das ist doch kacke. Oh, jetzt habe ich... Warte mal, ich habe gespeichert, ne? Ja, ich habe hier gespeichert. Oh Mann, was ist das für ein Müll, ey? Es tut mir leid, aber das ist echt unfair. Das ist echt mega unfair. Ich will jetzt hier nicht 10.000 Mal sterben, nur weil die da... Ey, das ist doch echt nicht zu fassen. Okay, vielleicht kann ich ja ein bisschen mehr Muni jetzt retten. Das wäre zum Beispiel mal ganz gut. Aber wie soll man denn, ganz ehrlich, wie soll man im Speedrun an denen vorbei? Das geht doch gar nicht. Ich meine, gut, die Leute haben dann wahrscheinlich schon, was weiß ich, für eine Megawaffe. Und wemsen die einfach weg. Ich versuche jetzt mal auf dem Hinweg schon mal das mitzunehmen, was da liegt. Da liegt noch irgendwas. Ich weiß nur gerade nicht, was.
Hier auf der rechten Seite irgendwo. Beziehungsweise da unten. Warte mal, hier. Ah, Schießpulver. Ja, sehr gut. Solange die an der Decke hängen, ist ja alles wunderbar. Das Problem ist, dass die halt echt super schnell sind. Ich wünschte, wenn man den Schlüssel hätte, könnte man hier irgendwo aufmachen, aber kann man ja nicht. Oh Mann, ich wollte eigentlich hier mal durchkommen, ohne zu sterben. Zumindest hier, aber naja. Hilft hier alles nichts. So, kann ich vielleicht mir das Ding hoch... Nee, kann ich nicht. Ja, genau das wollte ich. Vielen Dank. So, aber ich weiß nicht, wo der... Ach, der andere, der liegt hier unter dem Ding, glaube ich. Deswegen. So, hi. Der hält schon wieder so viel aus. Soll das vielleicht so sein? Dass der so viel Muni frisst? Ich kann es mir eigentlich schon fast nicht vorstellen. Aber guck mal, wie viel der aushält. Das ist echt der Hammer. Wird wahrscheinlich auch nicht tot sein, aber das ist mir jetzt egal. Okay, auf ein neues. Ich kann auch versuchen, einfach dran an denen vorbeizurennen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe bis hinten zur Tür. Ne, weil da hätte er mich dann gekriegt. So, jetzt müsste der gleich zurückgehen und wieder nach oben an die Decke krabbeln. Dann heißt, an dem komme ich vorbei. Dem anderen halt nicht. Da muss ich mal gucken. Vielleicht sollte ich den erstmal anditschen, irgendwie, dass er ein bisschen aufmerksam wird. Und dann nochmal zurückgehen. Aber dann habe ich halt Schiss, dass der mich kriegt, ne? Ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig irgendwie... Komm, scheiß drauf. Ich muss nur hier raus. Lass mich! Scheiße, falsche Tür. Oh, was? Was? Ich glaube, es hackt. Okay, warte, warte, warte. Claire, lauf. Lauf, lauf, lauf um dein Leben. Lauf und lauf. Oh, fuck. Alter, was zur Hölle ist denn euer Problem? Leck mich fett. Okay, da muss ich jetzt sowieso erstmal nicht mehr hin. Was ist das da noch für eine Tür? Ach so, ja, das, nee, das war doch auch eine, ne? Ja, okay. Alter Finne. Okay, ich gehe jetzt erstmal in die Lüftungssteuerung im Raum. Scheiß drauf. Drei Licker. Leck mich am Arsch, ey. Und ich noch nicht mal einen Granatwerfer dabei. Ich brauche dringend den Granatwerfer. Ich habe den wahrscheinlich... Ich hätte den bestimmt holen können. Ich weiß nur nicht, wie. Oh, Mann. So, jetzt erstmal hier rein und erstmal gucken, ob es hier noch Muni gibt. Alter, Finne. Okay, was ist das? Schulterschaft GM79. Ich kann mir das einfach nicht merken, was hier was ist. Schulterschaft GM79. So, damit könnten wir jetzt den Aufzug theoretisch aktivieren, richtig? Scheint so. Gut. Aufzug aktiviert ist immer gut. So, die GM79. Was ist denn die GM79 jetzt schon wieder? Ist das meine... Ist das meine... Mein Revolver? Kann das sein? So, bevor ich jetzt nochmal zu den Lickern gehe, gehe ich erst speichern. Ganz ehrlich. Mir scheißegal. Das ist mir ein bisschen zu heftig. Das ist mir definitiv ein bisschen zu heftig. Weil da ist ja noch eine Tür, da muss ich ja noch rein. Also, ne, ich denke, ich muss da sowieso rein. Es hilft ja alles nichts. So, was ist denn jetzt hier? SLS 60, MQ11. Ah, das könnte sein.
GM79, Maximum Distance und die Fluss. Das ist bestimmt. GM79, das ist bestimmt eine Magnum, die wir noch nicht haben. Ja, geht ja nicht anders. Okay, dann weg damit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute. Das Silverspray ist mir eigentlich ein bisschen zu. Ich nehme mal ein Kraut mit, komm. So, habe ich noch Pistolenmuni? Nee, ne, gerade nicht. Ja gut, irgendwas muss ich ja mitnehmen. Hilft ja alles nichts. Achso, habe ich gespeichert. Ah, warte, warte, ich wollte speichern. Moment. Oh Mann. Sorry Leute, dass ich hier so vorsichtig vorgehe, aber ihr seht ja, was hier los ist. Also, wie soll man denn da bitte... Wieso hätte ich den Granatwerfer, wäre das alles kein Problem. Dann wäre das so super. Dann wäre das echt so klasse. Aber ohne Granatwerfer ist das echt scheiße. Okay. So, wir müssen eigentlich nur da durch, ne? Oder beziehungsweise durch den Schießstand und da noch die Tür aufmachen. Na komm, wir gehen erstmal hier zum Schießstand. Gucken da, was da ist. Nö, nö. Not yet. Ah, scheiße. Ist egal. Wir müssen nur schnell wieder hier raus. Zeug mitnehmen und verschwinden. Noch ein Film. Oh, was ist das? Achso, Mr. Raccoon. Nö, 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 Mr. Raccoon ist mir egal. So, ciao. So. Fuck, wo... Moment, 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 Moment. Ganz kurz überlegen. Zwinger, Leichenhalle. Transformatorenraum. Ah, da kam ich jetzt noch nicht hin, oder? Warte mal, Moment. Verschlossene Tür. Da ist das Ding. Leichenhalle, was habe ich da vergessen? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube ein Kraut, aber ist egal, muss ich nicht hin. Ja, okay, dann hat sich das jetzt erledigt. Gut. Bloß nicht rennen. Ja, ja. Macht ihr mal. Macht ihr mal ohne mich weiter. Ich bin erstmal weg. So. Hier unten die Tür ist zu, oder? Oder habe ich jetzt hier irgendwas? Naja, ist nicht, ist zu. Ja gut, dann ab mit dem Aufzug nach oben. Vielleicht kann ich ja jetzt den Granatwerfer holen. Das wäre so ein Traum. So, und los. Raus hier. Bloß raus hier. Ich will hier nichts mehr sein. Ich habe hier keine Lust mehr drauf. Es ist echt härter mit Claire, ne? Muss ich echt mal sagen. Hätte ich nicht gedacht. Man hat zwar die stärkere Waffe, scheinbar, aber naja. Scheiß Wetter. Okay, hier kann zumindest keiner kommen, hoffentlich. Ich meine, Licker könnte hier locker drüber hüpfen, aber naja. Bin ich denn jetzt? Oh, wir kommen zum Chefbüro. Alles klar. Ja, ja, der Werteherr für den Tierschutz. Am Arsch. E-Mail an Chief Irons. Jetzt bin ich gespannt. Polizeichef Irons, für Ihre unerschütterliche Unterstützung habe ich Ihnen einen kleinen Betrag überwiesen. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie Ihre Untergebenen weiterhin bewachen, insbesondere die Überlebenden der Villa. Ist das die Villa, die ich denke? Beseitigen Sie sie, falls nötig. Polizeichef Irons, ich habe Ärger mit dem Umbrella-Hauptquartier. Die Anzugträger wollen die Früchte meiner Forschungsarbeit einheimsen, aber keine Sorge. Der Sturm wird schon bald vorbei sein. Machen Sie nur weiter, was ich Ihnen sage, dann wird schon alles glatt gehen. Polizeichef Irons, Sie müssen das Wachpersonal meines Labors verstärken. Ihre Handlanger sollen auf alle Verdächtigen schießen, egal ob sie getötet werden, selbst wenn es Umbrella-Mitarbeiter sind. Ich stehe kurz vor der Vollendung von G und ich will nicht, dass irgendein Arsch dazwischen funkt. Polizeichef Irons, erledigen Sie Ihren verdammten Job. Ich habe gesagt, dass ich mehr Wachpersonal brauche. Ist Ihnen nicht klar, wie wichtig das ist? Was das Finanzielle betrifft, so kann ich alles bezahlen.
Wenn ich erst die Macht habe, vorher nicht. Kapiert? Sie sind nicht unersetzbar. William Birkin, WB. Okay, Birkin ist doch ein Arsch. Ja, von wegen, er tut mir leid. Nee, er tut mir nicht leid. Er ist definitiv ein Arsch. So, kommen wir dann gleich nochmal in die Dunkelkammer? Da lasse ich den Film erstmal. Hier liegt da bestimmt noch was. Ach, guck mal, was hat denn der werte Herr Irons da so rumliegen? Ja, ja, der Mann für den Tierschutz, ich sag's ja. Tierschutz am Arsch. Der interessiert sich nicht für Tierschutz, also nicht wirklich. Oh Mann. So, wir haben echt so wenig Pistolenmuni. Na gut. So, was muss ich? Garagentürschlüsselkarte. Okay, wo auch immer die ist. Die müsste doch hier... Naja gut, nee, der hat die ja dabei, ne? Also da müssen wir ihm sie abluchsen oder so. Oh Gott. What the fuck? Großwildjäger sah auch noch nebenbei. Okay, wir müssten jetzt aber wieder in der Polizeistation sein. Sind wir auch. Alles klar. Noch ein Schießpulver. Aha. Ah, hier müssen wir jetzt... Ah, okay, die Elektronikteile. Und schau mal eine an. Die Keycard. Da kommen wir aber jetzt nicht hin. Ein Dodo? Ernsthaft? Brief des Reparaturservice. Ihre Beschreibung des elektronischen Türschlosses im Polizeichefbüro nach muss wahrscheinlich etwas ausgetauscht werden. Sie brauchen Schaltschrankteile, um das Problem zu beheben. Zum Glück ist gerade einer unserer Mitarbeiter in der Polizeistation, um die Glocke des Uhrenturms zu reparieren. Wir haben ihm ein paar Ersatzteile mitgegeben und er sagt, er habe eins im Lagerraum Ost im Stockwerk 3F gelassen. Sollte etwas schiefgehen oder Sie mehr benötigen, suchen Sie einfach im Uhrenturm auf. Suchen Sie ihn im Uhrenturm auf. Wir sind Ihnen stets gerne behilflich. Okay, wir müssen doch noch in den Uhrenturm. Ah, guck mal. Ich weiß, was da drin ist. Das sieht doch schon verdächtig aus. Schau mal, ein Schlüssel. Es ist der Herzschlüssel, danke. Der kommt jetzt sehr passend, denn den Herzschlüssel brauchen wir gleich. So, Privatzimmersammlung, alles klar. So, aber Leute, bevor wir hier reingehen...